Kletter-Action. Kletter-Action. Spannende Stachel. Da. Ist da irgendwas aufgegangen? So. Gut, speichern. Beim nächsten Mal fangen wir hier. Boah, sind die Kämpfe happig. Meine Herren. Apropos, sind wir nicht eigentlich gerade in der Ruine unter den Bädern von dem alten Schloss, aber die Küche war gerade eben noch an, oder was? Hey, das macht alles Sinn, ne? Ihr wisst, dass ich nicht so gut klettere wie ihr. Ach, das, glaube ich gern. Und um das nochmal in Beweis zu stellen, klettert sie auch einfach mal gar nicht. So, war das jetzt nur dafür? Ach ja, hier hinten war das nur dafür. Auf der anderen Seite geht es weiter. Und Sprung. So. Dann hier rüber. Aber wenigstens habe ich jetzt mittlerweile so die Sprungmechanik mal ganz gut drauf. Jetzt sind wir wieder draußen. Das ist doch mal nicht schlecht. Da ist wieder eine Tür, um reinzukommen. Ja, aber ich dachte, ich will nicht rein. Ich dachte, draußen wäre eigentlich ganz cool, so. Habe ich da etwas falsch gedacht? Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Muss ja gar nicht. Okay. Gucken wir mal auf der anderen Seite. Lauf, kleiner Mann. Lauf, kleiner Mann. Ah, das sieht doch schon besser aus. Ah, fuck it. Vergessen. Leider ist jetzt drücken. Drehung, habe ich gesagt. Mein Gott. In der Perspektive weiß man da echt nicht, welchen Knopf man drücken muss. Nein, was tust du denn? Lauf doch nicht. Da so komisch seitlich hoch. Nicht springen, ey. Das ist ja sowieso der letzte Scherz. Ich bin hier unten. Wo bist du? Ganz unten ist die. Ist das jetzt nicht wieder genau da, wo wir eben auch gekämpft haben und so? Okay, hier komme ich nicht rein. Oder sind wir jetzt wieder woanders? Hier ist auf jeden Fall ein Schalter. Kann ja nicht verkehrt sein. Kommt eine Leiter aus der Wand gefahren? What the fuck? Ja, jetzt müssen wir uns natürlich nur angucken, wie sie ganz fleißig Danke. Da hochkommt. Danke. Schon gut. Diese Dialoge und der Hammer. So, und wenn ich mich jetzt an der Vision richtig erinnern kann, da kommt eine Leiter aus der Wand. Da komme ich nicht drüber, aber sowas. Da kommt eine Leiter aus der Wand. Bestiarium. Wir müssen über diese Brücke. Wo sind wir? Bestiarium, immer noch. Kommt ihr hier nicht durch? War das nicht in der Vision so, dass ihr hier durchgekrabbelt ist? Nun? Ah. Sag ich doch. Ja, das wollte ich gerade vorschlagen. Ja, das war auch genau das, was. Okay. Dann da dran. Und da geht die. Runter. Sind wir geschafft? Sind wir immer noch im Bestiarium? Das mag jetzt mal einer verstehen, ey. Ich dachte, das Bestiarium wäre nur das kleine Ding da außen dran gewesen.
das so aussah wie so ein Gewächshaus. Alter, was geht denn mit der Kamera ab? Achso, der will uns sagen, hier runter. Da war es aber schnell gefallen, doch. So. Dann kann ich ja hier. Warte mal, ich kann mich sogar einmal hier. Natürlich. Und natürlich wieder die Ätzgegner. Juhu. Juhu, meine absoluten Lieblingsgegner. Was auch sonst? Lol, was war das, wenn man fragen darf? Au! Alter, so viele Gegner. Ja, natürlich wird er da wieder entsandet dann. Ich könnte mal einen stärkeren den jetzt gebrauchen. Ja, 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 wir sind Drecksoldaten und greifen einfach immer weiter an. Ja, obwohl. Das ist so eine Kacke, ey. Das ist ohne Witz. Besan, er springt ran, dann springt er nochmal ran, weil er nichts Besseres zu tun hat, als nochmal ran zu springen. Boah, Leute, ich hab gekloppt. Boah, ist das Kacke, ey. Weg mit dir, du Wichsding. Die Dicken, finde ich, sind sogar noch schlimmer als die Kleinen, ey. Davon abgesehen, dass die Dicken auch ernsthaft... Ja, 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 komm! Schlagkombo tötet mich! Einfach immer weiter. Oh mein Gott, alle Dreilinge am Boden. Hilf mir! Der will wieder aufstehen, der kann ich mal. Der will wieder aufstehen, der kann ich auch mal. Er hat ihn schon erledigt. So. So. Wie viele Gegner kommen denn hier noch? Boah, Alter, wa? Ja, da steht noch blöd in der Gegend. Nicht wahr sein. Verreck. Arsch. So, auch. Jetzt ist da eine Vision gespawnt. Alter. Das ist doch vor der Brücke, oder? Ja. Achso, das war. Zeigt er mir jetzt erst, dass die gespawnt ist. Boah, so ein Mist. Wahrscheinlich zeigt er mir jetzt, dass da ganz viele Soldaten spawnen. Schätze ich jetzt einfach mal. Einfach aus Prinzip. Zeigt er mir doch nicht. Die Messe der Soldaten. Die Zugbrücke. Die Messe der Soldaten. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Die Messe. Aber glaube ich trotzdem über die Brücke und dann da links rein. Diesmal bitte ohne Gegner. Dankeschön. Heilige Scheiße. Was für ein Mist. Da hätte es ein einfacher Knopf wahrscheinlich nicht getan. Da sehe ich schon wieder die Lücke, wo die komische Prinzessin sich dann durchquetschen darf. Hammer. Einfach nur Hammer. Hier fehlt ein Stück Treppe. Ich warte besser hier auf euch. Einverstanden? Ja. Du stellst dich mal wieder daneben und machst nichts. Einverstanden. Sollte das jetzt hier nicht eigentlich irgendetwas machen? Leute, ich kann. An dem Ding kann ich kämpfen. Das ist ja interessant. Wusste ich ja noch nicht. Mich hier. Nein, kann ich in das Ding dran? Nein. Das ist doch bestimmt zum Schwimmen hier irgendwie, oder?
Warum passiert denn, wenn ich mich an das Ding dranhänge, warum passiert denn da nichts? Eigentlich, das ist doch wieder so ein Ding. Was dann runter oder so ein bisschen nachlässt und dann passiert was, oder nicht? Genau wie auf der anderen Seite auch. Oder denke ich das gerade nur? Ich bin gerade zu blöd dafür. Sehe ich hier irgendwas? Ich kann man ja runterfallen. Moment. So viel zum Runterfallen. Grandiose Höhe von 2 mm. Was sehe ich hier irgendwas Zentrales oder was ist das hier? Nein. Was ist um Gottes Namen? Ich muss irgendwas übersehen. Kann gar nicht anders. Dann jetzt hier lang. Das Ding hier. Das muss doch irgendwas machen, oder nicht? Ich schwing mich mal da. Das bringt überhaupt nichts. Oh fuck. Ja, komm, lass los. Oder kann ich da einfach rüberspringen? Nope. Gottes Namen, was? Seltsam. Ich habe das Gefühl, all das schon einmal erlebt zu haben. Tante, du wiederholst dich. Da hab ich das Gefühl, dass du dich am Wiederholen bist. Einfach. Achso. Jetzt hier die Tür wieder zulassen. Ich will mal gerne die Vision sehen. Ich meine, das ist ja. An sich ist das ja gar keine so schlechte. Lol. Die Brücke sieht schon ein bisschen krüppelig aus, egal. Es ist ja gar nicht so schlecht, dass man sich dann da nochmal angucken kann, wie es denn gehen soll. Wenn man irgendwie hängt und ich weiß, was heute geht. So, jetzt da. Schwingt da rein und dann schwingt er. Okay, also ich habe jetzt gesehen, dass er auf jeden Fall da reingeht, dass er dann am Anfang schwingt. Und zwar nicht sich an das Ding hängt, sondern er schwingt erstmal an diesen Fahnen Wimpel-Dingern umher. Okay. Aber noch nicht ganz nachvollzogen, wie denn das klappen soll mit den Fahnen. Hier, das sind die doch, oder? Auch an den Laternen und so. Da auf der anderen Seite, guck, da sind die Wimpel. Und wie komme ich denn da dran? Wie komme ich hier dran? Kann doch nicht wahr sein. Weil ich das jetzt nicht checke hier. Oder muss ich. Oh, ich bin so ein Held. Okay, das, verbuchen wir mal unter ungesehen. Boah, wie dumm, ey. Teilweise hab ich aber auch ein Brett vom Kopf. Angeht, ey. Das ist ja der Hammer. So, und dann geht das jetzt hier und jetzt geht das da. Dreht sich das Ding um und Prinzesschen kann drauf. Und ich meine Prinzesschen. Sie hält an! Noch einmal! Hä, wie? Noch einmal? Muss ich jetzt noch dranhängen? Ach nein. Ich glaube, ich weiß, wie es funktioniert. Zieht jetzt an eurem. Ach so. Jetzt an eurem Hebel. Mein Gott, ey. So. Was passiert jetzt? Ja, ich kann nicht klettern. Schon klar. Ich seh's. Ach, da oben ist dann wieder einer. Ich lege den Hebel um. Ja, leg du mal den Hebel um. Ich kann nicht klettern. Ja. Achso, und jetzt müssen wir hier manuell nachfolgen, ne? Oh lol. Da muss man draufsteigen und dann noch hoch. Wie gemein.
Jetzt weiß ich natürlich nicht.